Hey Leute, schön, dass ihr wieder da seid zu einem neuen Video von mir. Im heutigen Video zeige ich dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für ein Dipping-System. Das Ganze kannst du dann ganz einfach und easy für dich zu Hause nachgestalten. Ich habe mir dieses Dipping-Set hier bestellt, sieht von außen schon richtig cool aus. Und zwar werde ich dir dieses Dipping-Set jetzt erst einmal ausführlich zeigen. Also wir packen das zusammen aus, schauen, was hier alles enthalten ist. Dann bekommst du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, und zwar die Anleitung, die hier auch direkt dazu ist. Keine, die ich mir einfach ausdenke. Und natürlich zeige ich dir dann mein Ergebnis und auch eine ganz, ganz spannende Sache, glaube ich, immer für alle. Wie hat das Ganze gehalten, auch nach längerem Tragen? Das schauen wir uns jetzt alles zusammen an. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt direkt. Lass uns zum Nageltisch gehen und dann wünsche ich dir viel Spaß mit dem Video. Hier jetzt einmal von der Nahaufnahme. So schaut das Set aus. Ich öffne es. Und so kam das Ganze bei mir an. Richtig hübsch. Man sieht schon, wie viel Auswahl hier ist. Hier haben wir die Anleitung, nach der werde ich heute auch mit dir zusammen arbeiten. Ich werde mir hier nichts anderes ausdenken oder irgendwie was, sondern wir arbeiten nach dieser Anleitung, damit wir auch wirklich wissen, ob das Ganze dann wirklich auch gut hält. Dann haben wir hier die ganzen Farben. Guck mal, wie toll die aussehen. Meistens ist es so, dass diese Farben in dem Tiegel sehr, sehr blass wirken, beziehungsweise hier sieht man auch nicht so gut das Glitzer. Es wirkt immer ganz, ganz anders, wie es dann später auf den Nagel wirkt. Also man sollte das Ganze dann auch einfach mal auf dem Nagel auftragen und ausprobieren, testen, damit man einfach weiß, wie die Farbe dann auch quasi auf dem Nagel wirkt. Hier sehe ich schon an der Seite liegen einmal noch Ersatzpinsel. Das ist auch, denke ich, immer ganz gut für Anfänger, weil die bei einigen schnell verkleben. Dazu gebe ich aber auch später nochmal Tipps im Video, damit ihr das Ganze nicht verklebt. Dann haben wir hier einmal den Basecode. Auch hier stehen überall ganz toll die Zahlen drauf. Somit kann man einfach auch nichts verwechseln. Hier haben wir einen Aktivator mit der Nummer 2. Dann geht es hier weiter mit der Nummer 3. Das ist der Topcoat, der zum Schluss aufgetragen wird. Die beiden immer nicht verwechseln. Und dann haben wir hier einen Brush Saver. Der ist dazu gedacht, dass man einen Pinsel einfach reinigen kann. Das heißt, sollte der hier mal nicht mehr so gut sein, nimmst du diesen Pinsel und stellst den einfach hier rein. Manche lassen den sogar mehrere Stunden oder über Nacht einwirken und dann sollte er wieder sauber sein. Also hier haben wir eine tolle große Farbauswahl. Guck mal. Und mir fällt hier auch auf, dass die gar nicht so mini klein sind. Ich habe sie mir viel, viel kleiner vorgestellt. Ich hatte mal noch viel, viel kleinere. Hier sind 10 Milliliter drin. Völlig ausreichend. Damit kommt man richtig lange hin. Man verbraucht einfach wirklich super wenig von diesem Powder. Und hier drunter, richtig süß, ein Pinsel habe ich hier einmal noch. Damit kann man dann das Puder, das Überschüssige, später einfach abpinseln. Bin ich mal gespannt, wie sich dieser Fächer hier macht. Hatte ich noch nicht. Ich kenne mal das eher nur mit so eher sehr dollen Bürstchen oder sehr großen Pinseln. So einen hatte ich hier noch nicht. Oh, das ist ja auch toll. Sowas hier ist auch gleich mit dazu, um die Nagelhaut zurückzuschieben. Sehr cool. Außerdem habe ich hier eine Feile. Die fühlt sich auch schon mal sehr gut an. Es gibt ja auch Feilen, die dann sehr, sehr dünn sind. So sehen jetzt aktuell meine Nägel aus. Ich habe jetzt gerade die alte Modellage, also das Polygel, entfernt. Das habe ich einfach mit der Fräse abgefräst. Und jetzt würde ich sagen, starte ich erstmal gleich mit der Feile. Ich werde jetzt nämlich noch alles schön in Form feilen. Die sind mir noch nicht ganz so schön, wie ich sie haben möchte. So, jetzt geht's weiter. Hier habe ich das nächste Werkzeug aus dem Set. Damit schiebe ich jetzt einfach die Nagelhaut vorsichtig zurück. Ich muss sagen, das lässt sich ganz gut machen. Also hier kann ich ja nicht meckern. Es ist nicht schlecht. Aber ich muss sagen, ich habe dennoch bessere. Also das ist okay.
Das lässt sich auch gut zurückschieben, kann ich echt nicht meckern. Was mir hier auffällt, der ist einfach nicht so stark gebogen wie dieser hier zum Beispiel. Oder auch der hier, die sind alle viel, viel stärker gebogen. Ich denke, das sieht man ganz gut. Und dadurch lässt es sich irgendwie auch viel besser, ja, mit denen arbeiten. Also wie gesagt, das ist okay, man kann die Nagelhaut damit zurückschieben, aber es gibt bessere. Ich habe auch noch weitere Nagelhaut. Die kann man jetzt ja, je nachdem, wie man möchte, entfernen. Natürlich kannst du da auch einfach etwas aus der Drogerie benutzen, die dann quasi so ein bisschen aufweichen und das Ganze so ein bisschen abschaben. Ich nutze hierfür gerne meine Fräse. Ich finde das einfach und es geht schnell und die Nagelhaut ist dann einfach richtig gründlich entfernt. Nach dem ganzen Feilen und ja auch Nagelhaut entfernen, reinige ich meine Nägel auch erstmal sehr, sehr gerne und auch gründlich, damit ich hier einfach nicht den Überblick, sage ich mal, verliere durch diesen ganzen Feilstaub. Und ich gehe außerdem auch gerne nochmal mit Cleaner drüber, damit wirklich alles ja schön gereinigt ist. Die Nägel werde ich jetzt nochmal anbuffern bzw. anrauen. Dafür kann man im Übrigen auch die Feile hier benutzen. Man muss nur ein bisschen vorsichtig sein und die nicht so raue Seite benutzen. Also hier wirklich vorsichtig und ja leicht arbeiten oder eben so wie ich hier gerade einen Buffer mal kurz zur Hand nehmen. Danach werde ich den Feilstaub jetzt auch nochmal gut entfernen und so sehen dann meine vorbereiteten Nägel aus. Ein Primer ist leider nicht im Set enthalten, der fehlt aber eigentlich auf den meisten Nageltischen nicht mehr. Daher werde ich ihn jetzt wirklich sparsam noch aufgeben. Der sorgt einfach dafür, dass alles nochmal gut haftet. Ich habe mich jetzt aus dem Set für dieses Farbpowder hier entschieden. Das stelle ich mir jetzt gleich schon mal aufgeschraubt zurecht, damit ich dann direkt hineindippen kann. Dann habe ich hier den Basecoat, die Nummer 1 und hier ein ganz, ganz wichtiger Tipp, den Pinsel im Flaschenhals, so wie du das hier siehst, abstreichen und nicht so von außen. Dann verklebt dir hier alles ringsherum und ja, du kriegst es kaum noch aufgeschraubt und es sieht einfach dann später auch unschön aus, es verklumpt, verklebt alles, deswegen wische ich das jetzt auch gleich mal direkt wieder ab. Wirklich im Flaschenhals den Pinsel einfach abstreichen. Den Basecoat trage ich jetzt einmal auf, wie du siehst. Der wird aufgetragen wie ein ganz normaler Lack und in einer ja dünnen, satten Schicht, so dass eben alles quasi auf dem Nagel benetzt ist. Allerdings nicht an den Nagelseiten und Rändern. Da bleibt Platz. Dann nehme ich mir das Powder und dippe hier einmal hinein. Ich verweile dann immer kurz im Powder, dann ziehe ich meinen Nagel wieder heraus und klopfe das erst einmal grob ab. Das Ganze lasse ich jetzt erstmal antrocknen und so lange bearbeite ich dann einfach den nächsten Nagel. Und ich muss sagen, schon nach einer Schicht sieht das Ganze doch schon richtig gut aus. Schau mal bitte, finde ich schon sehr, sehr schön. Und hier nochmal von der Nahaufnahme, hier so ringsherum um den Nagel und an den Seitenrändern Platz lassen. Auch wenn das manchmal in den Videos nicht so aussieht, hier wird Platz gelassen. Wenn du da rankommst mit den Produkten, wird dir alles schon nach kurzer Zeit ganz schnell abplatzen. Also jetzt auch hier einmal den Basecoat auftragen. Hier muss man im Übrigen zügig arbeiten, aber nicht hetzen, weil das Ganze einfach ja sehr schnell trocknet. Hier braucht man ja auch keine Lampe. Daher, wie gesagt, zügig den Pinsel einmal zurückstecken und dann direkt gleich in das Farbpowder. Einmal grob abklopfen und jetzt reinige ich einfach mal die Seiten, damit du hier siehst, hier wurde wirklich Platz gelassen. Hier ist jetzt zwar Powder reingerutscht, aber das haftet ja hier nicht, weil hier war ja kein Basecoat dran. Ne? Daher kann ich das Ganze jetzt einmal so, ja ich sage jetzt mal abnehmen, abstreifen, damit du hier auch mal siehst, hier wird wirklich ringsherum gut Platz gelassen. Ansonsten hält das Ganze einfach nicht. Ich habe jetzt einmal alles gut durchhärten lassen, also einfach trocknen lassen. Solange habe ich immer die nächsten Nägel bearbeitet. Und jetzt siehst du, ich pinsle hier jetzt einmal ab
Und ich muss sagen, der Fächerpinsel macht sich da ganz gut. Hätte ich gar nicht gedacht. Kann man wirklich gut alles abpinseln. Hier soll man auch wirklich sehr, sehr gründlich arbeiten, damit einem später dann die Pinsel nicht verkleben. Und jetzt nehme ich mir einfach wieder den Basecoat und trage den noch einmal auf und dippe dann auch wieder direkt in das Farbpowder. Ich trage jetzt quasi die zweite Schicht auf. Somit wird der Nagel stärker bzw. etwas dicker und die Farbe wird auch intensiver. Ich habe jetzt die zweite Schicht gut trocknen lassen, pinsle einmal gut ab. Und wie du siehst, habe ich hier auch hier ist ein bisschen was reingelaufen, sage ich jetzt mal. Das kann ich jetzt aber auch noch mal so ein bisschen, wie du siehst, hier entfernen. Das lässt sich noch mal ganz gut abmachen. Das ist zwar schon hart, aber noch nicht so hart, dass ich das hier nicht mehr abbekomme. Sollte das schon bei dir ganz hart sein, kannst du später auch noch mal feilen. Auch überhaupt kein Problem. Ich lasse das jetzt hier auch direkt mal im Video so drin und zeige dir das, dass es einfach wirklich kein Problem ist, das Ganze hier auch noch mal zu entfernen. Jetzt im Anschluss direkt wird der Aktivator aufgetragen. Der sorgt dafür, dass sich die beiden Schichten einfach noch mal gut miteinander verbinden und dass alles noch mal richtig gut durchtrocknet, ja, und quasi auch hart wird. Und wenn der Aktivator getrocknet ist, dann kann ich jetzt auch nochmal befeilen, da wo etwas unschön ist, wo mir etwas reingelaufen ist oder ja einfach nochmal alles so ein bisschen korrigieren, wenn ich das möchte. Bei mir sind die Nägel auch von unten so ein bisschen unschön. Also das Ganze ist mir quasi auch so ein bisschen unter den Nagel zu dick geworden, sage ich jetzt einfach mal. Und da gehe ich jetzt einfach mit der Fräse ran. Das macht sich auch sehr, sehr gut. Damit kann ich das Ganze nochmal ja schön korrigieren, quasi so ein bisschen ausdünnen. Und danach sieht das Ganze schon ganz anders aus. Außerdem habe ich hier einmal noch zwischendurch den Bit gewechselt, damit ich einfach noch besser unter die Nägel komme. Der Feilstaub wird dann wieder richtig gut und gründlich entfernt, bevor ich jetzt das nächste Mal den Aktivator auftrage. Das soll man unbedingt nochmal nach dem Feilen aufgeben. So steht es auch direkt in der Anleitung. Den Aktivator wieder gut durchtrocknen lassen, bevor wir uns jetzt an den Topcoat wagen. Auch beim Topcoat wieder im Flaschenhals den Pinsel abstreifen, damit dir hier einfach nichts verklebt am Fläschchen. Und mit dem Topcoat auch zügig arbeiten. Hetzen musst du jedoch nicht. Aber du siehst, ich brauche hier gar nicht viele Pinselstriche, sage ich jetzt mal. Das sind so um die, ich würde jetzt fast sagen, gerade mal so 3 bis 4 Bahnen, die ich so lang gehe. 2, 3 und 4 und vorne noch einmal und schwupp, schon ist der Nagel fertig. Also noch einmal, eine Bahn, noch eine Bahn, die nächste Bahn. Eine noch an der Seite hier so ein bisschen und einmal vorne, schwupp, der Nagel ist fertig. Das lasse ich jetzt einmal gut trocknen und laut der mitgelieferten Anleitung soll man den Topcoat noch einmal auftragen. Alle Nägel konnten einmal gut an der Luft trocknen und jetzt gebe ich zur Pflege einfach noch ein Nagelöl auf. Wie du siehst, kann ich jetzt auch direkt gleich aufgeben. Alles ist ganz schnell getrocknet und so sieht mein Endergebnis aus. Ich finde das richtig, richtig schön. Auch die Farbe kommt sehr gut rüber. Ein ganz, ganz toller, ja, rosa Pinkton mit wunderschönem Glitzer, also richtig cool, gefällt mir sehr, sehr gut. Auch die anderen Farben sind wirklich sehr schön, hier kann man sich kaum entscheiden. Hier ist so eine riesen Farbauswahl, gefällt mir sehr gut. Ich habe das Set ausführlich testen können. Ich habe mir erst eine Seite gestaltet und dann die andere. Ich schaue mal erst auf der einen Seite, wie das Ganze so hält und ja, probiere mich da erstmal aus, bevor ich dann loslege und die andere Seite noch gestalte. Einmal habe ich diese Seite hier etwas länger gelassen, um einfach zu schauen, wie hält das Ganze auch mit etwas längeren Nägeln. Die Seite hier ist etwas kürzer geworden, aber überhaupt nicht schlimm. Die Seite kann ich noch nachkürzen. Ich wollte es einfach mal auch ausprobieren und testen und beide Seiten haben super gut gehalten. Vom Tragegefühl her kann ich sagen, es ist wie jedes andere Dipping-System oder auch Gel, Acrylnägel, was auch immer.
kann ich jetzt nicht meckern, dass es irgendwie unangenehm war, dass irgendwie was gebrannt hat, dass ich allergisch war, reagiert habe auf irgendwelche Sachen, die in diesem Set hier enthalten waren. Also da muss ich sagen, war auch alles gut gewesen. Als ich diese Seite hier gestaltet habe, da habe ich erst einmal so um die 4 Tage getestet und auch den Härtetest durchgenommen. Ich habe hier keine Handschuhe getragen im Haushalt oder auch auf der Arbeit, wirklich volles Härteprogramm durchgezogen mit den Nägeln. Hat alles super gut gehalten und danach habe ich die nächste Hand gestaltet damit. Und mein heutiges Fazit dazu: Ich kann diese Nägel auch wochenlang tragen. Hier ist auch nach 3 Wochen überhaupt nichts passiert. Also wenn ich sie jetzt 3 Wochen tragen konnte, kann ich sie auch locker noch mindestens 1-2 Wochen tragen, bevor das Ganze dann ja sehr lang einfach ist, rausgewachsen ist. Nichts abgeplatzt, nichts abgebrochen oder so. Es wird dann halt einfach ja sehr lang und dann hat man einfach das Gefühl, man müsste jetzt mal wieder ein bisschen kürzen und sich mal wieder die Nägel neu gestalten. Was mir auch sehr, sehr gut an dem Set gefallen hat: Es ist wirklich sehr umfangreich. Also man hat eine tolle Auswahl an Farben, die man gleich direkt alle benutzen kann. Ich finde auch cool an diesem Set, dass hier kein extra Base Powder dazu ist. Man muss kein extra Base Powder nehmen. Man kann direkt mit den Dipping Farben, also mit den Powder Farben loslegen. Das finde ich sehr, sehr gut. Somit hat man einfach keine klumpigen, sage ich jetzt mal, dicken Nägel. Das ist mir bei einigen anderen Sets schon sehr oft so gegangen, dass es einfach sehr, sehr ja, dick auf den Nägeln waren. Das sieht dann so ein bisschen unschöner aus. Man kann das noch befeilen, aber es wirkt halt einfach auf den Nägeln viel dicker. Wenn man natürlich sehr lange Nägel trägt, dann wirkt das nicht ganz so dick, aber wenn man sie manchmal sehr kurz trägt, was dann bei mir einfach so war, dann haben andere Dipping-Sets immer sehr, sehr gut. Ja, doch dicker gewirkt einfach, fand ich dann nicht ganz, ja, optisch nicht ganz so hübsch. Da muss ich sagen, ist es bei dem Set richtig cool. Man trägt direkt das Farbpowder auf und somit werden die Nägel überhaupt nicht dick. Wenn man natürlich eine gewisse Stärke braucht, bei mir haben hier wirklich 2 Schichten wie angegeben ausgereicht. Hier ist nichts passiert, nichts abgeplatzt, nichts abgebrochen. Wenn du allerdings doch etwas dickere und stärkere Nägel brauchst, kannst du natürlich noch einmal loslegen und dann noch eine Schicht ja drüber dippen, sage ich jetzt mal. Das wäre auch kein Problem. Bei mir haben, wie gesagt, 2 Schichten völlig ausgereicht. Und ich glaube, auch ganz, ganz wichtig mit zu erwähnen ist der Topcoat. Der platzt nämlich bei einigen von euch immer ab bzw. reißt oder sieht einfach nach einer Weile schon wieder unschön aus. Hier kann ich auch sagen, der ist top gewesen. Also ich kann da echt nicht meckern. Der glänzt immer noch wunderschön und ich habe hier auch wirklich mit Reinigungsmitteln und so weiter gearbeitet, auch im Haushalt wirklich keine Handschuhe getragen, überhaupt gar nicht. Und ja, ich kann da echt nicht meckern. Es ist auch mit dem Topcoat echt nichts passiert. Glänzen immer noch schön. Da ich schon einige Dipping-Sets getestet habe, kann ich jetzt von mir aus sagen, mein Fazit ist auf jeden Fall, dass es wirklich sehr, sehr gut ist. Also Preis-Leistung stimmt hier auf jeden Fall. Und vor allem, man hat wunderschöne Nägel, die einfach auch nicht so dick sind. Es gibt auch viele andere Dipping-Sets, die ich auch schon getestet habe, die zwar gut halten, aber die Nägel wirken halt, wie gesagt, einfach optisch relativ dick, weil man einfach auch ein Base-Powder auftragen muss. Man muss 2-mal ins Farbpowder, damit man die Intensität der Farben hat und so weiter. Und hier braucht man das einfach nicht. Hier lässt man schon ein Base-Powder weg und dann direkt das Farbpowder. Das macht schon echt viel, viel aus und trotzdem hält es eben, wie gesagt, sehr, sehr gut. Alle wichtigen Infos zu diesem Set kann ich dir natürlich gerne nochmal unten in der Infobox verlinken. Solltest du außerdem noch weitere Fragen haben, schreib mir gerne unten in die Kommentare. Ich versuche dann natürlich alles so gut wie es geht zu beantworten. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Viel Spaß beim Nägeldippen, wenn du das Ganze nachmachen solltest. Schreib mir natürlich auch sehr gerne. Und dann sehen wir uns auch schon ganz bald im nächsten Video. Ciao!